Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Suicide of Rachel Foster, hier an Tag 3 oder eigentlich Nacht 3, ich weiß es nicht genau. Und wir müssen jetzt in die Zwischendecke vom Hotel, yes, wo es natürlich naturgemäß ein wenig enger ist und ich habe das Gefühl, die Lampen werden nicht ewig halten. Oh ja. Shit. What's wrong? Du kannst hell sehen. Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark. Pitch black. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, okay. Easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way. Otherwise, who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. Alter. All right, yeah, easy. Does it. Alter, ich bin gerade kurz erschrocken. Eine Schaufensterpuppe. Oh, gut, dass sie hier so rumkrümelt. Die Dinger gehen alle hier runter, ne? Und ich hab schon wieder ein Kind gehört. Ganz kurz. Alter. Sehr schön. Ah, hier kommt man vorher nicht rein. Den Raum selber hat man schon gesehen. Wir kamen noch nicht rein. Okay. Sicherungskästen, Träumchen. Wasserwaage. Ah, Bistler. Made in Germany. Das ist noch ein richtiges Qualitätsprodukt. Man darf nicht vergessen, das Spiel spielt ja schon ein bisschen mehr. Ist schon ein paar Jahre her. So. Sicherung drin. Ich hoffe, damit haben wir's. Alles auf grün. Ein Träumchen. Ach, gucke mal. Hier kommen wir jetzt aber nicht mehr raus, komischerweise. Hier aber auch nicht. Warum kommen wir hier nicht mehr raus? Ich kann nichts anklicken. Ich würde gerne. Warum leuchtet das rote Licht noch? Da kann ich nichts lesen, nichts erkennen. Müssen wir noch irgendwas machen? Oh! Red Doll. Ein... Das sieht aber noch relativ neu aus, ne? What's up? Na, ne? Hi, I want to ask you something. Okay, go ahead. How long has the hotel been closed? About... 4 years? Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. What's a lipstick doing here? It's... a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Hier drin? In diesem Raum? Ach, das ist aber nett, dass die Tür jetzt aufgeht.
Mann, diese Tage kommen immer so erschreckend. Ah, Tag 4. Da stecken wir ziemlich lange im Hotel fest und ziemlich langer Sturm, würde ich sagen, ne? Also das dauert jetzt schon so eine ganze Weile, glaube ich. Rachel Root, ah. Oh, is she really dead? Was? Boarding is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Alles klar, wir tragen jetzt Hinweise zusammen. Alles, was wir gefunden haben. Ich sollte vielleicht auch mal die Sachen hier lesen, die an der Wand hängen. Rachel Foster's body found in Wishart Ridge looks like suicide. Das heißt, sie wurde wirklich gefunden. Es ist nicht einfach so, Helena High School students say goodbye to Rachel. It shocked the entire building's heart. It felt like a huge weight. Sheriff McDonald, it's suicide. We have her last words. So, we have found a letter with a clear intent to put an end to her life, said Sheriff McDonald. After the events at the Timberline Hotel and her vanishing, we were all worried about this tragic ending. Well, the investigators confirmed she jumped from a 19-foot ridge over the mountain lake. Das heißt, hier ist die quasi runtergesprungen, von da oben nach da unten. Und sie wurde dann quasi auch, ihr Körper wurde da gefunden. Rachel was a kind and truly good girl. She wouldn't commit a sin like suicide by herself. She must have been overwhelmed by the sense of guilt. A week ago, an affair between the teenager and Leonard McGrath, the Timberline Hotel's owner, a former professor of astrophysics, was exposed with great scandal all over the country. Also, die hatten mit unserem Papi, dem Leonard, hatte sie eine Affäre. So sagt man. Aber hundertprozentig wissen wir es noch nicht genau. Also, ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Sie war 16, als sie gesprungen ist. Also ich bin ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig überzeugt, solange wir nicht wirklich Beweise dafür haben oder finden oder sonst irgendwas. Is she really dead? Das ist die Frage. I saw Rachel in the Timberline Hotel. Oh, gleich wird's spannend. Okay. Rachel was 9 weeks pregnant. She wasn't engaged with anyone. There's nothing more to say. Rachel became close to Leonard McGrath during the last month and she spent several hours at the Timberline Hotel in order to correct her dyslexia. The romantic liaison between the 50 Jahre alt Professor und dem Teenager has been a secret until McGrath's wife, Claire Wilson, exposed the scandal. Eventually fleeing from the hotel with the couple's daughter, Nicole. Das sind wir. Vielleicht war sie schwanger und hat... Ich versuche nur alle Möglichkeiten, ne? Also es kann natürlich sein, dass es so ist, wie es überall steht. Das wäre fast schon zu einfach. Oder vielleicht war sie halt schwanger und hat einfach Hilfe gesucht, weil sie sich an niemanden wenden konnte und war dann aber mit dem Leonard befreundet. Ich weiß es halt nicht. Wir können viel vermuten, wir können viele beschuldigen, aber endgültig wissen tun wir es einfach nicht. So. Huch. Ach, ich bin mit der Maus wieder aus Versehen. Mann. So. Okay. Foster doubts. The strangest gossip of the month. After 10 years. Glenda Ferguson, I saw Rachel in the Timberline Hotel. Ach, das ist Glenda. Okay. Glenda. 29-year-old girl from Great Falls claims she saw Rachel Foster, her schoolmate, suicidal in 1981 in a corridor at the first floor of the Timberline Hotel. But she ran away without saying nothing. Glenda revealed to the Daily Reporters and that she tried to approach her, but she went away. I don't know how it's possible, but it was definitely Rachel. This is just the last episode of the most famous love and death story in the county. Rachel committed suicide after her affair with Leonard McGrath, 30 years older than a teenager, was exposed to the public. We tried to speak with Rachel's father, Shepard Foster, but he refused. Someone says, creepy. Okay, also sie wurde halt im Hotel gesehen, ist aber weggerannt. Dezember, 23. Dezember, Buffling Call, Rachel ist still hier. Das war der Anruf, den wir gekriegt haben. Odd stuff. Also vielleicht, entweder spukt sie hier noch rum, oder sie lebt noch. Aber wenn ihr Körper da gefunden wurde, das ist halt auch merkwürdig. Und der Vater wird sich nicht mit sowas beschäftigen, wenn... Naja. Ach, sie hat die Poster hier alle abgehangen. Okay.
Verleumdung. This is just the beginning. Lousy pedophile, beware. Yourself into your gross den between mountains will not protect you. Pay for what you have done. Murderous, cowardly bastard. You deserve to die. Bury your craven head behind your shitty books is useless. Her innocent soul will haunt you forever. Verleumdungen. Okay. Steht auch als Verleumdungen, ne? Da steht jetzt nicht irgendwie... Also Verleumdung heißt ja, dass das quasi unwahr wäre. Also wie gesagt, ne? Ich bin hier für alle Möglichkeiten offen. Puzzlewürfel. Nicht benutzt. Eigentlich heißt es nicht Puzzlewürfel, sondern eigentlich Rubiks. Der Rubiks Zauberwürfel. Kennen wir noch aus den 90ern. Also die Leute, die es noch kennen. Die anderen wahrscheinlich eher nicht. Aber obwohl, die kennt man heute auch noch. Gut, ich mach mal den Call. Melden. Ah. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. Das möchte ich herausfinden. Ja. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Ich möchte meinem Instinkt folgen, ja. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. I haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you've got to listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Hallo Musik. Okay, also hier ist das Timberline Hotel, ne? Hier. Sie müsste, die Rachel, deswegen auch Rachel Roots, sie müsste quasi von hier. Hier ist Helena, hier hat sie wohl gewohnt, nehme ich an, in dieser Stadt. Timberline ist hier. Hier hat sie wahrscheinlich gewohnt. Das ist auch ein kleines Stückchen, aber na gut. Und sie müsste quasi den ganzen Weg gegangen sein. Hier wahrscheinlich am Fluss entlang, ob das jetzt genau... Oh, Range. Hier ist sie gesprungen, wenn ich das richtig sehe. Und hier ist der Körper aufgetaucht. Sehe ich das richtig? Hier oben ist sie runter, da unten plitscheplatsch. Das müsste hier gewesen sein und da müsste der Körper hier aufgetaucht sein. Sheep Mountain. Warum auch immer das hier markiert ist mit Sheep Mountain, das weiß ich nicht genau. Ziemlich weit weg, ne? Ziemlich weit weg. Ich meine, wenn du Selbstmord machen willst, theoretisch, würde ich dann noch diesen langen Weg zurücklegen, irgendwo hin. Es sei denn natürlich, sie verbindet irgendwas mit dem Ort, das kann natürlich sein. Aber, okay. Rachels Tod ansehen. Oh, jetzt kann man das alles auch... Okay. Ah, das sieht ja gruselig aus. Haben wir jetzt alles schon so gelesen? Zeitungsausschnitte. Hinweise auf der Wand. Hier auch nochmal Geschichte einer Freundin. Das haben wir auch gelesen. Das ist unsere eigene Notiz. Lennarts Buch haben wir auch, ne? Auch da habe ich Skepsis schon gezeigt. Das ist der Lippenstift nochmal. Ich kenne mich mit Lippenstiften halt nicht so gut aus. Also was ich jetzt gelernt habe, die trocknen wohl nach einer Weile aus, wenn man die nicht benutzt. Der hier muss also, der ist schon Jahre alt, aber trotzdem frisch geöffnet. Wie das zusammenhängt, weiß ich auch nicht. Jemand müsste also diesen Lippenstift lange, lange Zeit behalten haben. Oder... Dieser Lippenstift lag vorher in einem anderen Raum hier im Hotel, den vielleicht nur jemand anderes kennt. Ein Geheimraum oder was auch immer. Und da lag der all die Jahre versiegelt, deswegen ist er nicht ausgetrocknet. Und jemand könnte jetzt mit uns hier sein.
und hat ihn jetzt benutzt quasi, weil sich diese Person daran erinnert hat, wo dieser Lippenstift gelegen hat all die Jahre. Oder nicht gelegen hat, aber vielleicht hat diese Person diesen Geheimraum aufgesucht und den Lippenstift da gefunden. So kann ich mir das vorstellen. Und das ist der Reverend Foster, das ist der Vater von Rachel. Okay, Hinweis auf dem Schreibtisch melden, wir melden alles, komm. Reverend Foster? You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster, he was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Ich mag keine Pfarrer, auf mich wirkt wie ein Alien. Priests always made me nervous. Them and their invisible boss. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Okay, also, wenn Rachel neun Wochen schwanger gewesen ist, dann wird sie hundertprozentig nicht zu ihrem strenggläubigen Vater gegangen sein, der hätte sie wahrscheinlich verprügelt, wahrscheinlich nicht, aber des Landes verwiesen oder sonst, oder verstoßen oder was weiß ich. Also es wäre auf jeden Fall schlimm geworden. Ich glaube nicht, dass Rachel sich ihm anvertraut hätte, egal von wem sie schwanger war. Das wissen wir erstmal noch gar nicht. Und deswegen, und weil der Pastor und der Leonard sich ja kannten und so weiter, da wird der Leonard natürlich auch die Rachel kennengelernt haben, darüber wahrscheinlich. Und vielleicht hat sich die Rachel dann, weil sie nicht wusste, wem sie sich damit anvertrauen soll, dem Mann anvertraut, der halt einen etwas anderen Blick auf die Dinge hat. Nicht diesen streng Gläubigen, sondern eher einen etwas offeneren Blick auf die Dinge hat. Könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ist alles nur Theorie, muss alles keinen Hand, keinen Fuß haben. Am Ende irre ich mich komplett. Man weiß es halt nicht. Weiter geht's. Hinweis auf dem Schreibtisch. Heute Hinweisfolge. Lippenstift. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. Mm-hmm. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... Nie im Leben? Nee. From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Wie gesagt, dazu habe ich meine Theorie auch schon. Diese Person hat ihn wahrscheinlich aus einem Raum geholt und jetzt erst benutzt. Dann hat diese Person vielleicht auch die Sicherung rausgedreht. Warum sollte der sonst in diesem Sicherungsdingens da liegen? Aber warum hätte man generell den Lippenstift da in diesem Raum rausholen sollen? Oder benutzen sollen? In diesem Elektro-Sicherungs-Pipapo-Raum. Da war der halt völlig deplatziert. Aber gut. Im Ballsaal hätte der besser gepasst. Aber nee, ist ja egal. Komm. Das Buch. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Sag ich doch die ganze Zeit, das sag ich doch. Und deswegen auch diese Esoterikbücher. Genau deswegen. Es gibt keinen anderen Grund. Hinweise an der Wand. Welches Tod? Das haben wir schon. Hinweise an der Wand gehen wir auch mal gleich durch. Dann machen wir das jetzt. Geschichte einer Freundin. Erstmal die Zeitungsausschnitte hier. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that?
an investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. Ihr Abschiedsbrief war gefälscht? Ja, leider. Corona confirms Rachel was 9 weeks. She wasn't engaged with anyone. Pastor Foster affirmed that he did not notice any strange behaviors in Rachel. There's nothing more to say. Rachel became close to... wo steht das denn hier? Hier ist noch was über den Krieg. Ich kann leider nicht ranzoomen. Ich würde das wahnsinnig gerne ranzoomen. Aber es geht leider nicht. Isolated place in winter. I think Rachel managed to by taking a bus from Helena to Pilsville and then eventually by hitchhiking. Das ist doch ein viel zu umständlicher Weg für um Selbstmord zu begehen, ist der Weg viel zu umständlich, oder? Das hätte man auch viel einfacher und problemloser haben können. Es sei denn natürlich, der Ort hat symbolische Bedeutung, wie gesagt. Sense of guilt. Okay. Wo ist das mit dem Graphologen, sag mal? Das ist der Nebenartikel hier. Geschichte einer Frau. Ich dachte, das gehört hierzu noch. I'm sorry for what I did. I didn't want to come to this, but I've no idea how to face a situation, so I choose the easy way. My father has always tried to teach me what was right and what was not, but I've never listened to him. I can't bear the idea of have ruined two families with my weakness. Probably it's true what my classmate says. I'm stupid and retarded, and I don't deserve to keep on living. Maybe it's the right atonement for being a bad daughter and an immoral person. God will be mad at me for that? Fragezeichen. Also ganz ehrlich, das liest sich nicht mal wie ein Abschiedsbrief. Das liest sich wie etwas, was jemand schreiben würde, der einen Abschiedsbrief schreiben möchte. Aber also, es liest sich nicht wie ein Abschiedsbrief, den man aus Verzweiflung heraus schreibt, sondern es liest sich wie ein Abschiedsbrief, den man schreiben würde, wenn man sich überlegen würde, was da wohl drinstehen würde. Ich hoffe, man versteht mich. Okay, gut. Es gibt also Zweifel auch am Schriftbild. Das ist nicht ihre Schrift. Okay. Entschuldigung, ich mache mir viele Gedanken immer. Geschichte einer Freundin, hier. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. Vielleicht hast du recht, sie hätte nicht falsch gelegen. Ja, vielleicht hast du recht, aber ja, gut. Ja. I know, it's not a very reliable source. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. War bestimmt eine Zwillingsschwester. Ich weiß nicht genau, wie es zu erklären ist. Ich weiß es nicht. Und vielleicht ist sie auch tot und vielleicht spukt sie hier aber noch. Und deswegen auch die Bücher, deswegen die Hinweise vom Vater. Oder sie wohnt hier heimlich. Das hier war inszeniert und sie wohnt hier irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise, vielleicht in den Wänden oder was auch immer. Das ist. Aber dann hätte man, glaube ich, Hinweise gefunden, oder? Ich weiß nicht genau. Ja. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? Do you think there's a lot to dig up in this old story?
Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Na gut, dann sind wir alle Beweise durch. Ah, das erschreckt mich immer. Hör auf, mich zu erschrecken, Tag 5. Das ist nicht deine Aufgabe. Es gibt zwei Möglichkeiten, die mir in den Sinn kommen. Die dritte Möglichkeit wäre, dass aber gar nichts daran ist. Das ist einfach eine Geister... Was? Was? Hey, Cutie Pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. Daddy, where did you go? I missed you so, so much. Listen, sweet bee. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you, too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 War ein Traum? Ja, war keine wirkliche Begebenheit, war ein Traum. Eine Sache fand ich wichtig daran. Das Licht der Sterne. Warte. Morning. Am I interrupting? I was eating. Steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Half a serving. The other half ended up in the trash. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind-the-scenes of a TV broadcast. But it's all bullshit just to attract an audience. Trust me, Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but, they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timber line, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of... Well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad.
Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you, no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit. There it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. Was am Ende passiert? What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Falls ihr euch erinnert, 117 ist die jetzige Zimmernummer und wir hatten uns aufgeschrieben, Zimmer 217. Aha. Vielleicht kommen wir aus 217 dann da runter. Schon wieder ein Puzzlewürfel. Alle nicht benutzt, komisch. Also vielleicht kommen wir dann da runter. Fernglas, VHS-Kassetten. Ich gucke ja trotzdem immer so ein bisschen rum. Ich würde die Kassette wahnsinnig gerne einlegen irgendwo und mir die Videos angucken und so weiter. Ich wünsche, das würde gehen. Einfach nur so völlig random. Ich habe gesehen, wir konnten wegen des Telefons noch Bescheid sagen. Polaroid. Ich würde auch wahnsinnig gerne mal drin rumgucken. Reinigungsmittel. Wir selber können die Boxen ja nicht öffnen und da nicht gucken. Buch. Die haben wir schon alles gemacht, glaube ich. Rachels Tod, Fragezeichen. Achso, das ist das wieder. So, Geschichte einer Freundin. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas machen können. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen haben. Verleumdung. Und es fällt einem Spieluhr. Es fällt einem wahnsinnig schwer, hier was zu übersehen. Spieluhr können wir auch melden. Oh, look at that. I thought I lost you that time the Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. Oh, the key's missing. Well, maybe better that way. Okay, wir müssen. Ich konnte die melden? Das ist aber komisch. Wir müssen den Schlüssel zur Spieluhr finden. Das ist auch wichtig. Ansehen, hier war noch was zu melden, ne? Hab ich doch gerade. War das nur das Buch? Ich könnte schwören, hier war doch gerade. Ich glaube fast, hier sind Geister umtriebig. Ich habe gerade. Habe ich nicht das Meldensymbol gesehen oder habe ich mich getäuscht? Was ist denn? Blue Screen of Death. Alles klar. BSOD. Alles klar, mein Lieblingsbuch. So, was ich sagen wollte, wegen der Sterne, ne? Ich glaube, war das nicht so? War das nicht so? Also, nur ganz kurz, ne? Bitte in jeder Kleinigkeit korrigieren, das ist sehr wichtig. Was? Also, Sonnen da oben oder Sterne, die Licht reflektieren und das Licht kommt dann bis hierher. Die Sterne, die wir im Himmel sehen, ja, so rum. Das Licht, egal was, das Licht braucht auf jeden Fall Ewigkeiten, bis es hier ist. Ich bin jetzt kein Experte, Millionen von Jahren, ja, gerne korrigieren, Millionen von Jahren und so weiter. Und wir haben bei ihm auch so diese Lichtberechnung gefunden von Vater, die er hier vorgenommen hat irgendwo. Und vielleicht will er die Existenz von Geistern oder eventuell ja irgendwie sowas hier erklären, warum man sie sehen kann oder warum er sie vielleicht gesehen hat, versucht er wissenschaftlich irgendwie zu erklären, dass es diese Geister eben gibt. Ich kann mir hier auch nur ganz mühsam helfen. Also auf jeden Fall, dass da irgendwie so ein Zusammenhang besteht, dass man Sterne sehen kann, die schon lange, lange tot sind und vielleicht das gleiche auch bei Menschen, die schon lange, lange tot sind.
In diesem Fall vielleicht nicht ganz so lange, weil die nicht so weit entfernt sind, aber gut. Das Telefon können wir melden aus irgendeinem Grund. I can still hear that guy telling me Rachel's alive. If he calls back, go into special protocol mode. Which is? Trying to sell him a vacuum cleaner. Oh, why did I even ask? Ehrlich gesagt fand ich das nicht so witzig. Ich fand die Situation aber auch nicht so witzig, wenn ich ehrlich bin. So. Ah, schön eingeschneit. Aber wer weiß, ob wir allein hier eingeschneit sind. Vielleicht lebt ja noch jemand anders hier und wir wissen es einfach nicht. Ist das 117? 102. Hier waren wir auch schon drin. Das war das mit der Socke und so, ne? Das war hier mit Socke und Schlüppi. Ich weiß nicht, warum die Tür wieder zu ist, ehrlich gesagt. Das wundert mich ein bisschen. Warte mal. Also erstens, für ein Hotelzimmer sieht das Bett hier wirklich formidabel aus. Und es sieht ziemlich frisch aus, das Bett. Hier sind Kisten, wie beim Umzug. Das kann vielleicht mit dem Hotelverkauf oder sonst was zusammenhängen. Hübsche Badewanne. Hier ist noch Schlüppi und Socke und ein Handtuch hängt ja auch noch drüber. Und hier ist noch Zahnpasta. Der Vater hat hier... Oder hat der Vater hier geschlafen? Weil es neben dem... Ja gut, daneben ist es auch nicht. Vielleicht hat jemand anders hier geschlafen. Weil Gäste vergessen normalerweise nicht ihre Schlüppis und Socken und Zahnpasta und alles. Kamm, Zahnpasta... Also es kann sein, dass jemand anders hier vielleicht gewohnt hat. Wäre auf jeden Fall nicht das schlechteste Zimmer dafür, ne? Wollte vielleicht nicht in der Master Suite? 117. Komm, wir gehen mal hin. Da ist der Wolf schon wieder. Irgendwann fällt der runter. Einfach nur als Special Effekt. Die Augen eines Mörders. Man kommt auch nicht durch Zufall drauf hin. Dahin. Zimmertür 117. Dann würde ich... Oh, mit grünem... Mit grünem Kabuvel. Dann würde ich sagen, nächste Folge schauen wir uns Zimmertür 117 an und vielleicht auch mal die 217, die wir uns auch aufgeschrieben haben. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.